Moin liebe Freunde der Elektromobilität und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, das nächste ganz große Ding der Automobilindustrie ist ja das autonome Fahren. Und auch die deutschen Hersteller haben sich das ganz oben auf die Fahnen geschrieben und feiern zurzeit doch einige Erfolge. BMW mit dem i5 hat jetzt schon irgendwie Level 2.5 freigeschaltet, sodass man komplett die Hände vom Lenkrad nehmen kann. Bin ich ja selbst auch schon gefahren. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Wirklich faszinierend auf der Autobahn, wenn man durch Blick in den Seitenspiegel irgendwie einen Spurwechsel initiieren kann. Und auch Mercedes hat vor allem auch in den USA schon Level 3 freigeschaltet und genehmigt bekommen und kann damit auf bestimmten Autobahnstrecken relativ autonom den Wagen bewegen. Ja, und Tesla mit ihrem FSD oder der Autopilot, wie man das heute hier in Deutschland ja quasi bekommen kann, da wird oft gesagt, ja, die waren ja mal ganz vorne, aber das ist schon 10 Jahre her und jetzt kannst du das eigentlich total vergessen. Haben ja auch einen kompletten Ansatz, komplett anderen Ansatz. Sie haben keine Radarsensoren, kein LiDAR-System, setzen eben nur auf Kameras. Und es gibt nicht wenig Leute, die sagen, das ganze System von denen ist komplett zum Scheitern verurteilt und die deutschen Autohersteller sind da meilenweit voraus. Ja, wie ist denn jetzt überhaupt der Stand? Ist das wirklich so? Das schauen wir uns heute mal an und das wird mit Sicherheit ein sehr spannendes Thema und gerade hier in Europa sind die Leute doch sehr skeptisch, was autonomes Fahren angeht. Ich hatte in einem meiner letzten Videos ja erwähnt, dass hierzulande nur 15% der Befragten einer großen Umfrage glauben, dass in den nächsten 5 Jahren hier autonomes Fahren in Europa überhaupt ein Thema sein wird. In China sind es dagegen 40%, die das glauben, dass es dort kommen wird. Also eine große Diskrepanz. Und ja, deswegen finde ich, ist es ein sehr spannendes Thema und wir behandeln das heute mal. Und ich habe heute nämlich sogar einen Gast. Es ist der Tobias Göbel. Der wohnt in Boston, USA und fährt ein Tesla Model Y mit FSD und berichtet quasi auf seinem YouTube-Kanal von seinen Erlebnissen mit dieser Software. Und was man da sehen kann, ja, wenn man das mit dem vergleicht, was die deutschen Hersteller hier bieten und wie sie sich dafür feiern, ja, das finde ich einen sehr interessanten Unterschied und das schauen wir uns heute auf jeden Fall an. Also wird mega spannend, deswegen unbedingt dranbleiben. Tobias, du lebst und arbeitest in Boston und fährst Tesla Model Y und hast einen YouTube-Kanal. Und was machst du da genau? Erzähl mal kurz. Genau, ich lebe seit 14 Jahren in den Staaten, seit 10 Jahren hier in Boston, 2019 angefangen mit Tesla Model 3, dann letztes Jahr im September diese Aktion genutzt, FSD zu transferieren auf den nächsten Wagen, dann den Model Y mit der neueren Hardware-Generation, Hardware 4. Und was ich zeige, ist das, was sehr viele Amerikaner auch tun, nämlich Videos von ihren Fahrten, aber eben auch Deutsch. Und ich glaube, ich bin einer der ganz wenigen, die das tun. Deutsch ist nun mal meine Muttersprache und ich bin mir bewusst, dass nicht jeder des Englischen so fließend mächtig ist. Und das ist so ein bisschen mein kleiner Nischenmarkt, da auch die Deutschsprechenden so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Darüber bist du mir auch aufgefallen. Also dein Video wurde mir empfohlen und es gibt natürlich hin und wieder Deutsche, die jetzt Urlaub in USA machen oder irgendwie da einen Termin haben und dann da Videos machen zum Thema FSD, sich einen Tesla leihen und dann damit einmal durch die Gegend fahren. Das sind aber nur sehr flüchtige Momente. Die machen dann eine Tour und das war's. Aber du fährst ja sozusagen jeden Tag mit dem Auto und machst ganz interessante Videos von deinen täglichen Fahrten. Und das ist quasi der komplette Alltag und du beschönigst auch nichts, das finde ich super gut. Also sagst jetzt nicht nur, hey, alles super, sondern du zeigst eben auch, wo das System noch Schwächen hat und machst ja auch die ganzen Versionssprünge mit. Das heißt, du bist jetzt, glaube ich, seit vorgestern auf der allerneuesten Version 12.5.1, richtig? Das ist korrekt, seit Montagabend, genau. Das ging dann sehr flott. Ich hatte Freitag 12.5 bekommen. Ja. In der Vergangenheit gab es dann oftmals Wochen, teilweise auch Monate zwischen neuen Versionen, aber dann wenige Tage später schon 12.5.1. Mhm. Ja, und von dieser Version, da erwarten ja Leute, also die Leute ziemlich viel, weil es ist, wurde zumindest so angekündigt, dass das wieder so ein Quantensprung ist. Darüber reden wir gleich noch und wir zeigen gleich auch nochmal, wie Tobias mit seinem Tesla völlig autonom durch Boston oder Vorort von Boston, wo auch immer das ist, da durchfährt. Aber vorher noch so ein paar Worte zum Thema autonomen Fahren selber. Also du hast ja selber auch schon mal thematisiert,
thematisiert, dass gerade auch in den Medien die deutschen Autohersteller BMW, Mercedes gerade in der Presse so ein bisschen gehypt werden. Die wären ja jetzt so viel weiter als Tesla, weil sie nämlich schon Level 3 Zulassung haben in den Staaten Kalifornien und können dort auf Autobahnen Vollauto oder zumindest im Level 3, ohne dass der Fahrer, die Fahrerin das Lenkrad anfassen muss, über die Autobahn fahren. Und ja, Tesla wäre ja soweit ziemlich weit hinten dran und ich kann mal so ein paar Schlagzeilen zitieren oder Pressemeldungen. Also zum Beispiel hier eine: Doch nicht nur in den USA, auch weltweit ist Mercedes mit seinem Drive Pilot System führend. Alle anderen fortgeschrittenen Autopiloten, auch das Full Self Driving System von Tesla, erlauben lediglich Level 2. Dabei müssen Fahrer jederzeit die Straßenlage überwachen und die Hände am Steuer behalten. Ja, und dann eine weitere Schlagzeile: Teslas Autopilot macht bisher besonders durch Unfälle und Pannen von sich reden. Die deutsche Konkurrenz ist beim autonomen Fahren zurückhaltender. Dafür hat BMW jetzt einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Autos der Marke dürfen bis 130 km/h teilautomatisiert fahren. Ja, das ist natürlich für die, die das Full Self Driving in Deutschland nicht kennen oder auch nicht beobachten, natürlich eine Bestätigung des eigenen Egos. Ja, natürlich, die deutschen Autohersteller, die sind wieder ganz weit vorne. Und Tesla, Elon Musk mit seinen vielen Versprechen, der hält überhaupt nichts, sondern verspricht nur viel. Wenn man aber jetzt eben deine Videos so sieht und gerade auch auf Deutsch so mitkriegt, wie sich das ganze System verhält, und das kommentierst du ja eben so super, dann merkt man einfach doch, wie falsch die ganzen Leute in diesen Presseartikeln liegen und wie weit voraus Tesla eigentlich ist. Was haben wir denn für Unterschiede? Wir haben auf der einen Seite autonomes Fahren Level X oder sagen wir mal Level 3, das, was Mercedes zum Beispiel jetzt in Kalifornien genehmigt bekommen hat und worauf sie sehr stolz sind und was jetzt die Presse so unglaublich hypt, wie sehr voraus sie da sind. Was bedeutet das denn? Das erzählen wir gleich noch. Dann haben wir einmal die Robotaxis, Waymo, was du gerade erwähnt hast, die in einer bestimmten Stadt alles quasi mit einem Laserscanner abgescannt haben, kartografiert haben und dort fahren können, mehr oder weniger. Und dann haben wir halt Teslas Ansatz mit dem Full Self Driving, die einfach von sich aus, egal wo du das Auto hinstellst, einfach autonom fahren, weil das Auto mit Kameras genau das sieht wie ein Mensch oder sogar besser und sich über neuronale Netze, KI, was da im Hintergrund steht, dann am Ende genauso verhält oder sogar besser fährt als ein Mensch. Einfach so, weil es eben vorher trainiert wurde. Und wenn wir jetzt nochmal zum Mercedes Level 3 fahren kommen, weißt du genau, was sie da genehmigt bekommen haben in Kalifornien? Also, was sie genehmigt bekommen haben, ist, dass man, und ich versuche das jetzt aus dem Kopf zu rezitieren, bei Tageslicht, bei Sonnenschein, wenn vor mir einer fährt, auf bestimmten Autobahnen, im Hellen habe ich schon gesagt, bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit, dann darf ich vom Lenkrad nehmen. Das ist dann legal in dem Moment. Für ein paar Minuten, bis dann vielleicht eine sehr enge Kurve kommt, dann sagt das System schon wieder, hallo, bitte übernehmen. Also das ist es. Das heißt, Level 3 unter ganz bestimmten Voraussetzungen, Schönwetterlage sozusagen, in ganz bestimmten Straßen, ja, genau zitiert. Also das ist doch sehr, sehr stark beschränkt und hat mit autonomem Fahren eigentlich, also wenn wir mal ehrlich sind, nicht viel zu tun. Und also es fährt System, nicht von Tür zu Tür. Auch das System, was BMW jetzt einsetzt, ich bin ja letztens auch den i5 hier in meinem Videoprobe gefahren, die haben ja auch jetzt ein System, Pilot Plus oder wie der heißt, wo du eben auf bestimmten Autobahnstrecken, wenn du den aktivierst, dann kannst du auch die Hände komplett vom Lenkrad lassen, musst es nicht wieder anfassen. Das ist auch wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Und dann kannst du, wenn das Auto dir vorschlägt, weil vor dir ein langsamerer fährt, kannst du überholen. Und dann brauchst du nur in den Seitenspiegel schauen und dann überholt der Wagen von ganz alleine und schert dann auch wieder ein, wenn du wieder in den Seitenspiegel schaust. Das ist alles super. Aber der Wagen macht es eben nicht von sich aus, ohne dass du irgendwas tun musst. Und auch nur eben auf bestimmten Strecken. Und jetzt ist es halt so, dass das, was ich in deinen Videos sehe, das hat damit ja eigentlich gar nichts zu tun. Das ist so weit von mehr voraus als das, was ich gerade zitiert habe, was BMW und Mercedes da machen. Es ist wirklich unfassbar. Das zeigen wir gleich euch auch noch. Aber vielleicht nochmal ein, zwei Fragen jetzt zum Thema Autopilot, weil viele auch gerade hier in Deutschland, die verwechseln eben Full Self Driving mit dem Autopilot. Ich bin ja selber auch Tesla-Fahrer und das, was ich jetzt als Autopilot da habe, das hat ja mit dem FSD eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und ich habe hier auch nochmal ein Zitat aus dem Kommentar unter meinen Videos
von einem User. Moment, muss ich mal kurz mal raussuchen. Genau, der User schrieb, er hat 3 Jahre eine E-Klasse Diesel gefahren, Hybrid, Baujahr 2020 und fährt jetzt ein Tesla Model Y aus 2023. Und kurz gesagt, ich habe selten so schrottige Assistenzsysteme wie beim Tesla gesehen. Diese stellen eher den Stand der Technik von 2010 dar. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, weil ich fahre ja selber Tesla, auch Model Y und Model S. Ganz so finde ich es nicht. Aber es ist schon so, dass ich fahre ja auch viele andere Autos, BMW, Mercedes, VW, auch die Koreaner und so weiter, dass die Assistenzsysteme in dem Sinne von Tesla nicht wirklich besser sind als die der anderen. Der Autopilot ist ganz okay, hat viele Stärken, hat aber auch viele Schwächen. Und dann sagen die Leute, ja, er kann ja noch nicht mal das und das, er kann noch nicht mal das und das. Und dann wollen die Full Self-Driving machen, die spinnen ja wohl, das kriegen sie nie hin. So, jetzt muss man mal sagen, aus deiner Erfahrung, Autopilot und FSD, was haben die eigentlich miteinander zu tun? Gefühlt würde ich sagen, nichts, oder? Nö, nichts. Das sind zwei verschiedene Programme, Softwarepakete. Ja. Autopilot war der Anfang. Alles codebasiert. Da steht da, ne, if then else, wenn du das siehst, dann mach das. Das war auch die Logik, mit der lange am Anfang auch FSD betrieben wurde, bis Tesla dann mit der Version 12 eine ganz neue Architektur eingeführt hat. Die haben dann gesagt, nee, wir haben jetzt genug Rechenpower und das ist wirklich die Krux. Wir haben jetzt so ein riesen Datenzentrum aufgebaut mit so vielen Hunderten, Tausenden von Nvidia-Chips, dass wir jetzt einfach hingehen können und Millionen von Videomaterial von guten Fahrern einpflegen und dann lernt das System, was es halt machen muss. Komplett anderes Softwarepaket. Also auch wieder dieser Softwaregedanke. Das sind zwei verschiedene Programme. Tesla hat Autopilot in Jahren nicht mehr angerührt. Ja. Warum auch? Ja, die haben nicht den Auftrag, jetzt irgendwie ein altes System noch so zu optimieren, dass auch möglichst jeder Fahrer happy ist. Die haben die große Vision, etwas zu schaffen, was es vorher noch nicht gab. Und das wird auch den Firmenwert unfassbar vervielfältigen. Und das muss man einfach sehen. Es sind zwei verschiedene Systeme. In Deutschland gibt es FSD noch nicht und Autopilot, ja, ist beschränkt, ist, kann so gerade mithalten vielleicht, darf man aber nicht verwechseln mit Full Self Driving. Kurze Unterbrechung und kleiner Hinweis, auch wenn ihr kein FSD habt, habt ihr aber garantiert FSC, Full Self Charging. Also wenn ihr euer Auto zu Hause ladet und das möglichst günstig machen wollt, ja, dann solltet ihr euch vielleicht unbedingt mal Tibber angucken, denn Tibber ist ein digitaler Stromanbieter mit einem dynamischen Stromtarif. Das bedeutet, ihr zahlt da keinen festen Preis pro Kilowattstunde, sondern das Ganze richtet sich nach den Preisen der europäischen Strombörse. Und Tibber verdient nichts am Strom, sondern nur an der Grundgebühr von 5,99 Euro pro Monat. Und das Ganze läuft alles voll digital, das heißt, ihr habt mit der Tibber-App dann auch Vorhersagen für den nächsten Tag. Also wie werden sich die Stromkosten in 24 Stunden entwickeln? Und damit könnt ihr euer Auto über die Tibber-App automatisch laden, wenn die Strompreise am niedrigsten sind. Also Tibber und Elektroauto, das passt perfekt zusammen. Damit ladet ihr nicht nur günstiger, sondern auch noch grüner, denn wenn der Strom günstig ist, dann ist auch am meisten Ökostrom im Netz. Also falls ihr jetzt sagt, hey, das wäre auch was für mich mit Tibber, dann habe ich für euch unten in der Videobeschreibung den entsprechenden Link dazu. Also ich würde sagen, schaut da unbedingt mal rein. Ja, richtig. Sehe ich genauso, erfahre ich ja auch selber am eigenen Leibe jeden Tag, wenn ich mein Auto fahre. Er ist nicht ganz schlecht, aber ist auch wirklich nicht ein tolles System, muss ich sagen. Also da können andere Autohersteller das da schon deutlich besser. Nur eben, das ist eben nicht der Fokus. Und ich bin gespannt, wie es dann wird, wenn Elon Musk im Oktober seine Robotaxis endlich mal vorstellt und präsentiert. Die müssten dann ja eigentlich auf einer FSD-Version wahrscheinlich noch ein bisschen weiter als 12.5.1 basieren, wenn sie denn nächstes Jahr wirklich vollautonom irgendwo in den USA fahren können sollen. Der Konsens in der Community sozusagen ist der, dass da Hardware vorgestellt wird. Wir sehen also das Auto, das Robotaxi, das erste. Es wird auch eine neue Plattform, Fertigungsplattform vorgestellt, auf der dann viele neue Modelle gebaut werden können mit wesentlich optimierteren Fertigungsprozessen. Ob wir mehr als das sehen werden, bleibt zu sehen. Ich persönlich denke, dass wir eine Ankündigung hören werden, dass eine erste Einigung mit einer ersten Kommune oder einer ersten Stadt in Amerika erreicht wurde, dass zu dem und dem Datum Full Self-Driving unsupervised, also momentan heißt das, die haben das umbenannt Anfang des Jahres von Full Self-Driving Beta zu Full Self-Driving Supervised, was ich persönlich auch begrüße, denn Beta ist halt auch noch ein Begriff, der vielleicht nicht jedem Durchschnittsbürger bekannt ist, da aber in Zukunft super. Also da rechne ich schon und ich hatte bereits im Mai letzten Jahres einen Artikel verfasst zum Stand von FSD
und darin gesagt, dass bis zum Ende des Jahres das Beta-Label wegfallen wird. Das ist so gerade passiert. Nicht wirklich, wurde einfach ausgetauscht und supervised. Ich habe das darauf basiert, weil Musk gesagt hat, wenn wir 10-mal mehr Meilen ohne Vorfall fahren, dann wird das Beta-Label verschwinden. Ich denke, die sind fast so weit, dass flottenweit 10-mal mehr Meilen gefahren werden können. Und wir sehen jetzt auch exponentielles Wachstum bezüglich der Meilen ohne Unfall seit der 12-5er-Architektur. Das ist also auch schön. Und des Weiteren habe ich vorausgesagt, dass wir im Laufe des Jahres 2025 ein erstes Robotaxi legal auch irgendwo auf amerikanischen Straßen sehen werden. Da habe ich jetzt noch 16 Monate, um dass die Vorhersage noch wahr bleibt. Dabei bleibe ich auch nach wie vor, auch ein Jahr später. Ja, man darf gespannt sein. Aber jetzt wollen wir uns mal deine Fahrten angucken, beziehungsweise wir greifen uns einfach mal eine beliebige Fahrt raus. Du hast, glaube ich, das Video gemacht vorgestern, hast du mir erzählt, oder gestern, ich weiß gar nicht mehr so genau. Eine normale Fahrt von deinem Haus. Wo ging es hin? Ich war bereits beim Supermarkt auf dem Ja. Parkplatz, irgendwo auf dem Parkplatz. Ich drücke den Hebel und er fährt mich komplett allein nach Hause. Ah, okay, also vom Supermarkt nach Hause. Und das Video gucken wir uns jetzt mal an und dann kommentierst du mal ein paar Dinge, was da so passiert. So, jetzt stehst du da auf dem Supermarktparkplatz. Genau, ich stehe jetzt auf dem Parkplatz, die Hände vom Lenkrad weg, die Füße von den Pedalen weg und alles, was ich mache, ist den Hebel drücken. Zack, FSD ist an. Er fängt an zu lenken. Aber du hast das Ziel im Navi einprogrammiert, ne? Ja, genau. Ich hatte vorher schon gesagt, bis nach Hause. Genau. Okay. Jetzt wartet er auf den Wagen, der da kommt. Also war ein Stoppschild. Genau. Fährt jetzt rechts rum. Und du musst das Lenkrad nie anfassen oder musst du ab und zu rütteln, wie man das jetzt kennt von den aktuellen Seit der Assistenzsystemen? 12.5.1er-Version, seit der 12.5.1er-Version muss man das Lenkrad nicht mehr rütteln, solange man die Augen sichtbar, also ohne Sonnenbrille, auf den Verkehr gerichtet hat. Also das System beobachtet deine Augen. Genau, da gibt es eine Kamera und guckt auf meine Augen. Wir sehen jetzt, wir sind auf einer Schnellstraße. Das ist auch im echten Leben tatsächlich sehr schwierig, da drauf zu kommen, als menschlicher Fahrer, meine ich jetzt. Das heißt, da habe ich einfach mal eingegriffen, weil sonst hätten wir irgendwann von hinten auch eine Hupe bekommen. Da muss man sehr aggressiv fahren, und aggressiv ist er noch nicht, was letztlich uns ja auch zugute kommt. Okay, das war die erste Intervention, aber nur weil der Wagen sonst gewartet hätte, weil er sich eben nicht so sehr in den Verkehr einfädeln Er hätte wollte. auf eine sehr große Lücke gewartet und da wird man dann ein bisschen geduldig, ja. Man sieht auch jetzt gerade, ich zoome ein bisschen in der Karte rum, wie flüssig das ist. Dieses Software-Interface ist ja Wahnsinn. Das ist praktisch wie ein iPad von der Qualität her. Und auch da tun sich ja viele Ja, andere Autohersteller schwer, weil sie einfach keine Softwarefirmen das sind. ist. Jetzt hast du gerade das Lenkrad kurz berührt, das war mehr so ein Reflex, oder? Jetzt schon Ja, wieder. früher war das so, dass manchmal auch in manchen Situationen halte ich die Hände halt einfach sehr nah am Lenker, dass ich dann angreifen kann. Man kriegt auch mit der Zeit ein Gefühl dafür, was das Auto kann und was nicht. Aber man war immer noch gewöhnt, dass man ans Lenkrad greifen muss, wenn er einen warnt und sagt, hey, ich denke, dass du nicht ganz aufmerksam bist. Zum Beispiel, weil ich ja sehr am Bildschirm rumgespielt habe. Ich bin einfach noch gewöhnt, reflexartig dann zum Lenker zu greifen, ein bisschen Kraft auszuüben. Das reicht ihm dann. Muss man aber jetzt mittlerweile nicht mehr tun. Es sei denn, man trägt noch eine Sonnenbrille, dann kann er die Augen nicht richtig sehen. Dann muss man das immer auch tun. Okay, jetzt bist du wieder an der Kreuzung und er muss sich einfädeln, ne? Ja, gleiche Situation, gleiche Schnellstraße. Wir mussten halt in die andere Richtung. Das heißt, sie haben einmal einen Kreis gemacht, kamen auf die Okay. Brücke eben. Da hat er sich aber jetzt selber tatsächlich eine Lücke gefunden und ist gefahren. Da habe ich jetzt auch nicht eingreifen müssen aus Ungeduld. Jetzt ziehe ich die Sonnenbrille an. Jetzt werden wir öfter sehen, dass ich dann auch kurz ans Lenkrad greifen muss, wenn es gibt so ein blaues Pulsieren auf dem Bildschirm, Ja. dass er dann sagt, hey, du bist nicht aufmerksam oder zeig mir, dass du noch wach bist. Okay, das ist jetzt irgendwie so eine Schnellstraße, wo du bist, und er überholt auch selbstständig, er wechselt die Spuren selbstständig, du machst gar nichts, ne? Ja, das ist richtig. Und dass du das heraushebst, ist für mich schon was Besonderes, weil das ist für mich so Standard, so normal, dass er das alles macht, dass ich ja gar nicht drauf gekommen wäre, das hier zu erwähnen.
Auch das Abfahren jetzt, alles autonom, jetzt hier achten, links von links, dass da keiner mehr kommt, alles von selber. Ich mache da Ja, ich nichts. erwähne das, ich erwähne das deswegen, weil ja der BMW, zum Beispiel der i5 mit seinem Assistenzsystem, da musst du halt in den Spiegel gucken oder er schlägt dir auch nur vor, ich könnte jetzt überholen, soll ich? Und dann bestätigst du das, aber das musst du hier gar nicht. Der Wagen trifft die Entscheidung selbst. Das ist richtig. Aber jetzt mal an der Stelle, ist dann gleich eine links abge Ampel rot. Sieht man auch links die Ampel rot. Geradeaus wird Ja. es dann grün. Und Ja. da musste ich übernehmen. Da musste ich auf die Bremse, weil FSD dachte, oh, ist ja grün und sah offenbar nicht die Linksabbiegeampel immer noch rot und wir müssen links abbiegen. Da musste ich dann eingreifen. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt habe ich auch die Geschwindigkeit wieder ein bisschen von dem Video. Ach so, da wollte er gerade losfahren, obwohl Da rot wollte ist. er losfahren, weil er dachte, die anderen fahren ja, da kann ich auch. Das Ja. war noch so eine Situation, da sieht man jetzt die rote Ampel, Ja. wo Tesla einfach noch mehr Trainingsmaterial von ähnlichen Situationen einspeisen muss, damit FSD auch das lernt. Und deswegen Supervise, ne? Immer schön aufpassen. Immer schon aufpassen, man ist immer noch verantwortlich, ne? Also wenn ich Ja. jetzt einen Unfall gebaut hätte, dann wäre ich dafür verantwortlich. Und das wäre ja das andere bei Level 3, da ist nämlich der Autohersteller verantwortlich. Das ist richtig und den Schritt geht Tesla dann, wenn es denkt, es ist soweit, aber noch, ich hoffe, dass bereits die Zuschauer sehen, dass das hier, dass die anderen Systeme mit dem hier wirklich gar nichts zu tun haben. Das hier, also fährt nichts von Tür zu Tür. Punkt. Ja. Ja, jetzt hast du wieder am Scrollrad gedreht. Hast du Geschwindigkeit eingestellt oder was hast du gemacht? Nee, das war das Lautstärke-Scrollrad. Statt Kraft auszuüben, kann man auch die Scrollräder bedienen, um ihm zu zeigen, dass man noch da Okay. ist. Ach so. Das war vielleicht der Fall. Ansonsten wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Ach so, vielleicht aber auch Lautstärke weil ich da teilweise auch Musik gehört habe. Okay, jetzt Hier fährst ist du ins interessant, die Wohngebiet Rundführung rein. wollte mich gerade ausführen. Ja, pass auf, er wollte mich gerade ausführen. Ich bevorzuge aber hierher zu fahren. Und was ich dann allerdings machen kann, ist einfach den Blinker betätigen und damit die Rundführung zu überstimmen. Ah, Das heißt, okay. FSD sagt dann, okay, ich kann rechts abbiegen bei der nächsten Möglichkeit. Und dann sucht er sich eine neue Route, weil du rechts abgebogen bist. Dann geht man ganz normal die Rundführung, passt sich an. Ja. Jetzt auch hier, ne, Auto geparkt, auf der rechten Seite. Wir fahren einfach drum rum, langsam, ein bisschen langsamer, als wir wirklich dürfen in dieser Straße. Einfach weil FSD sagt, das sieht aus wie ein Wohngebiet, da fahre ich mal ein bisschen langsamer. Oder die Straßenverhältnisse sind nicht so top, fahre ich mal ein bisschen langsamer, wenn es viele Schlaglöcher sieht. Auch das macht es schon. Das ist eine interessante Geschichte, wenn du sagst mit der Geschwindigkeit, weil man sieht ja auch bei den momentanen Assistenzsystemen, die richten sich nach der Geschwindigkeitsbegrenzung, die sie erkannt haben und fahren dann in der Regel diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Auch wenn du um eine scharfe Kurve fährst, die guten Systeme, die bremsen dann schon ein bisschen ab, weil sie wissen, da kommt eine scharfe Kurve. Wie macht es FSD? Ja, rein visuell. Ne? Wenn es sieht, oder es ist aber eine huckelige Piste vor mir, dann fährt es langsamer. Auch wenn es 25 Meilen fahren darf, fährt es vielleicht nur 18. Also meine, hier ist bei Okay. mir zu Hause angekommen, meine Straße ist so schlecht, in so schlechtem Zustand, dass man wirklich langsamer fahren muss, sonst wird man durchgeschüttelt. Und da finde ich spannend, dass FSD dann einfach selber sagt, okay, sehe ich mit den Kameras, das kann nicht für den Passagier bequem sein, da fahre ich jetzt mal langsamer, weil es aufgrund des Trainingsmaterials gelernt hat, dass Autofahrer das ebenso machen. So, Video ist durch, fand ich wieder super interessant. Ich muss aber auch zugeben, dass ich bei dir schon andere Videos gesehen habe, die noch viel anspruchsvoller waren. Das war ja doch relativ, ja, ich würde mal sagen, mittelschwer für das Auto, bis auf diese eine Ampel. Aber du hast auch schon ein paar andere Videos gezeigt auf deinem Kanal, wo der Wagen wirklich komplexe Situationen meistern muss. Und bisher hat es immer super gut geklappt. Du zeigst aber auch eben, wie vorhin jetzt gerade mit der Ampel, wenn es eben mal nicht klappt, ist ganz klar. Gibt es dann irgendwie in der Software ja auch einen Button, wo du das zurückmelden kannst, glaube ich, ne? Dass du dann Tesla sagen kannst, hier gab es ein Problem, oder? In dem Moment, wo ich übernehme, entweder durch Bremsen betätigen oder durch Ausschalten von FSD, kommt ein Pop-up, das sagt, hey, nimm doch, wenn du willst, drück einen Knopf und nimm bis zu 10 Sekunden Sprache auf und beschreibe, was da passiert ist. Beschreibe in kurzen Worten, warum du übernommen hast. Das kann man dann machen, schickt man das ab. Und dann, wenn man dann ins Heim-WLAN kommt, dann läuft der Wagen dann auch die Videodaten hoch, sodass das Team sich das angucken kann.
Okay, Tobias, wenn ich mir das jetzt so anschaue, deine Fahrten, dann ist es irgendwie so schwierig, den Level genau zu bestimmen. Also gefühlt würde ich sagen, das ist weit mehr als Level 3. Es ist eigentlich fast schon Level 4. Vielleicht können wir noch mal kurz die Level durchgehen. Du hast da ja auch mal schon ein Video drüber gemacht. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie man die Level eigentlich verstehen muss. Genau, wenn Tesla die Zulassung auf Level 3 beantragt hätte für Boston und diese Situation wäre passiert und ich hätte einen Unfall gebaut, wäre Tesla verantwortlich gewesen. Level 3 heißt, als Fahrer musst du immer noch bereitstehen, in einem bestimmten Zeitrahmen zu übernehmen. Bei Mercedes und BMW, die Level 3 auf diesen bestimmten, unter diesen ganz bestimmten Zuständen haben, ist das, glaube ich, 10 Sekunden. Innerhalb von 10 Sekunden musst du wieder übernehmen können. Finde ich ein bisschen, ja, finde ich sehr komfortabel. 10 Sekunden ist eine riesenlange Zeit. Das ist Level 3. Level 4 heißt im Prinzip Vollautonomie. Du musst nicht mehr bereitstehen, du kannst dann also legal schlafen, nicht aufpassen, was auch immer machen, lesen, arbeiten, Film gucken, was auch immer. Ja, ich glaube, bei Level 4 gibt es noch Eingreifmöglichkeiten. Also Lenkrad und Pedale gibt es, glaube ich, noch, aber du musst sie nicht mehr benutzen und wirklich nur, dass du sie könntest. Ne? Ich würde jetzt, wenn du mich fragst, was kann Tesla FSD, würde ich sagen, Tesla FSD kann im Prinzip fahren wie ein Level 4-System, hat aber die Zulassung nur für Level 2, für USA und ich glaube Kanada jetzt mittlerweile. Das ist nämlich der große Unterschied und auch das große Missverständnis bei vielen Leuten, die das System eben nicht kennen und immer nur so ein paar Schlagworte sehen oder kurze Momentaufnahmen. Tesla ist natürlich pfiffig. Die werden natürlich den Teufel tun und eine Level 3 oder gar 4 Autonomie beantragen, solange sie nicht selber der Meinung sind, ihr System ist perfekt. Ne? Von daher kann man natürlich schon sagen, wenn BMW und Mercedes so selbstbewusst sind und eine Level 3 Autonomie beantragen, und dann auch die Verantwortung natürlich übernehmen, das aber eben nur auf bestimmten kleinen Strecken und unter ganz bestimmten Bedingungen. Das ist natürlich dann auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Und bei Tesla ist es eben so, die wollen auf Nummer sicher gehen, weil sie eben das große Ganze betreiben wollen. Nicht nur Teile von kleinen Strecken und ganz bestimmte Randbedingungen, sondern eben, wie es in dem Presseartikel stand, das ganze Problem lösen wollen. Und deswegen bin ich zumindest der Meinung, dass sie natürlich aus strategischen Gründen diese Level für sich selber noch gar nicht beantragen. Und es wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Ja, die haben es nicht nötig. Die sehen, dass sie im Prinzip keine Konkurrenz haben, keine ernsthafte. Die Softwareansätze, die Architekturen, die anderen Hersteller wählen, das sich verlassen auch auf bis zu 3, 4 verschiedene Sensortypen. Ja, Tesla hat ja nur Kameras. Ja. Kommen wir mal kurz zu den Kosten. Ich bin nicht ganz informiert, was das FSD jetzt in den USA genau kostet, aber ich glaube, es gibt jetzt ja sogar die Möglichkeit, ein Monatsabo dafür zu kaufen, sodass man das gar nicht als System mit dem Auto kaufen muss, sondern monatlich bezahlen kann, richtig? Das ist richtig. Momentan, wenn man es besitzen will, kostet es $8.000 einmalig. Dann ist das ein Feature des Autos. Man kann das, ist nicht ein Feature von mir, das ich gekauft habe und einfach übertragen kann auf den nächsten Tesla. Das ist ein Feature des Autos. Oder wenn ich das nicht zu zahlen bereit bin, $99 im Monat. Ja. Das kann ich dann aber auch monatlich kündigen, muss ich nicht jetzt jahrelang. Genau, wie mein Netflix-Abo auch. Im Vergleich, ich hatte das für ein älteres Video von mir mal recherchiert, Mercedes nimmt wohl $2.500 pro Jahr für dieses sehr, sehr bescheidene automatische Fahren auf bestimmten Autobahnen. BMW wohl einmalig €6.000. Ja, bei $99 im Monat, da wären es irgendwie $1.200 im Jahr, damit halb so teuer wie Mercedes, dafür aber ein System, was eigentlich 1000-mal leistungsfähiger ist. Vor allem, es wird ja kontinuierlich verbessert. Du hast jetzt ja wie viele Updates in den letzten Monaten bekommen? 3, 4, 5? Ja, 4, 5. Also das over the air, also einfach über WLAN updaten, dass du am nächsten Morgen aufwachst, ach, das Auto kann jetzt wieder was Neues. Oder auch diese Recalls, die man öfter mal in den Nachrichten hört, sind ja keine Zurückrufen in den Werkstatt. Ja. Das ist ein Software-Update. Ja, Tobias, wunderbar. Super interessantes Thema. Also wenn ich die Gelegenheit hätte, für $99 im Monat FSD zu buchen, ich würde das sofort machen, ganz ehrlich, weil ich finde das total faszinierend. Wenn ich immer deine Videos schaue, dir zuzuschauen, wie dein Wagendichter durch Boston fährt, das ist schon, hat schon eine gewisse Faszination. Obwohl ja hier in Europa, habe ich in einem meiner letzten Videos auch erwähnt, die Leute doch sehr technikskeptisch sind, was autonomes Fahren angeht.
In Europa glauben nur 15% der Autofahrer, dass in den nächsten 5 Jahren hier autonomes Fahren irgendwie an den Start kommt. Ganz anders als in China, da sind es über 40% und in den USA sind es, glaube ich, auch 28% oder 30%. Aber hierzulande, es ist auch so, dass ich bis vor kurzem tatsächlich auch noch der Meinung war, ja, hier in Deutschland mit Tempo 280 auf der Autobahn, da wird es so schnell nicht kommen. Darf man gespannt sein. Wie würdest du das sehen? Bei den Geschwindigkeiten, die wir hier haben, realistisch? FSD schaltet sich zum Beispiel bei 85 Meilen, das sind, ich glaube, 136 Kilometer pro Stunde ab. Also das ist ja schon mal eine ordentliche Hausnummer. Und ich wollte noch übrigens einen Aspekt erwähnen. Also mit dieser Zuversicht, ja, mit diesen Prozentzahlen, das zeigt halt einfach, wie sehr sich die Leute darauf verlassen, was sie halt so zu lesen bekommen, ne, in den Nachrichten und so. Und wie wenig Leute sich wirklich einfach mal sich das anschauen. Aber das nur am Rande. Einige Leute sagen, ist das nicht total anstrengend, permanent wachsam zu sein, permanent aufpassen zu müssen? Wo ist der Zugewinn bei $99 im Monat, ja, wenn ich die ganze Zeit aufpassen muss? Das fand ich spannend von Anfang an, wie schnell man doch lernt, was das Auto kann und was es noch nicht kann. Und wie schnell man sich dann im Prinzip dann anpasst und auch sozusagen der Stresslevel runtergeht. Also ich fahre mit FSD stressfreier. Ich kann mich zurücklehnen, ja, die Hände in den Schoß legen mittlerweile oder irgendwie bequem ablegen, die Füße so, wie sie mir gefallen. Und ich weiß, dass das System mich sicher fährt. Und wenn wir in eine komplexe Kreuzung kommen, dann passe ich kurz ein bisschen genauer auf. Manchmal übernehme ich, wenn ich weiß, das kann er noch nicht. Aber insgesamt ist es stressfrei. Auch das ist etwas, was man nur versteht, wenn man es mal selber gefahren ist. Und das war zum Beispiel, ich erinnere mich immer an die Einführung des iPhones. Ich war damals BlackBerry oder Nokia-User. Ich hatte eine große Tastatur mit meinem Nokia und als das iPhone rauskam, ja, viele haben ja gelächelt und gesagt, das wird sich doch nie durchsetzen ohne Tastatur und so weiter. Man musste es selber erleben. Man musste das Ding einfach mal in der Hand haben, selber mal was schreiben und merken, oh, die haben das ja softwareseitig total cool gelöst. Ich kann ja total daneben drücken und die Software weiß trotzdem, was ich schreiben wollte. Und so ist das mit FSD auch. Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn er in die USA kommt, Führerschein dabei haben, zu einem Tesla laden und einfach mal fragen, könnt ihr Testfahrt machen? Das denke ich auch, wenn man das erstmal selbst erleben kann, dann sieht man das mit ganz anderen Augen. Ist ja bei Elektroautos ganz oft auch so, wer als Skeptiker dann irgendwann mal selbst elektrisch fährt, ist dann oft begeistert. Nicht immer, es gibt ja auch die notorischen Verbrennerfahrer, völlig klar, aber wer da ein bisschen offen ist, der wird seine Meinung da ganz schnell ändern. Und bei FSD oder autonomem Fahren, denke ich, ist das genauso. Es gibt ja auch die Vinylliebhaber, ja, die Schaltplatten bevorzugen. Also es wird auf jeden Fall Verbrenner noch lange geben. Aber die E-Autos werden sich durchsetzen, werden billiger sein im Betrieb, in der Anschaffung. Und irgendwann wird es auch eine Situation sein, wo man zum Autohändler geht und sagt, wie, der fährt sich nicht selbst. Der kann sich nicht selbst fahren, dann habe ich kein Interesse. Das wird kommen. Da sind wir gespannt, wann das soweit sein wird, vor allem hier in Europa. Tobias, ich danke dir ganz herzlich für deine interessanten Einblicke. Und ja, halt mich auf dem Laufenden und vor allem ihr Leute, wenn ihr Tobias' Kanal noch nicht kennt, besucht unbedingt seinen Kanal Tesla Tobi. Gebt das mal in die Suchmaschine ein, beziehungsweise hier unten in der Videobeschreibung ist natürlich auch der Link für euch. Du hast, glaube ich, gerade 1000 Abonnenten, das müssen wir jetzt möglichst ganz schnell ändern. Und ja, schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, was ihr erstens vom autonomen Fahren an sich so haltet und dann natürlich entsprechend auch von den verschiedenen Autoherstellern, wie die so aufgestellt sind. Und wir haben es ja gelernt, dass die Kritik am Tesla Autopilot durchaus berechtigt ist, manchmal übertrieben, manchmal aber auch realistisch. Aber eben, das hat nichts mit dem autonomen Fahren zu tun, was jetzt schon existiert in den USA und was auch irgendwann hoffentlich bald mal nach Europa kommt. Und wie ihr das seht, wann glaubt ihr denn, wann wir in Europa auch Full Self-Driving haben werden bei Tesla und wie andere Autohersteller da irgendwie dann den Anschluss erreichen können? Das würde mich mal interessieren. Ja, und wenn euch das Video ansonsten auch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben geben und lasst mir und auch Tobi, wie gesagt, ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Und Tobias, danke, dass du dabei warst und schöne Grüße nach Boston. Mach's gut, bis dahin. Ciao. Danke, Jens. Tschüss.